Jetzt irgendwas gegeben? I'm all torn up. No use to you, kid. Ja, cool. Ach, da. Oh. Naja, dann würde ich sagen, werfen wir mal irgend kurz was weg, was wir nicht brauchen. Ich denke mal bei den Waffen. Also das Gewehrdingen behalten wir. Ich mag das nicht. Ich werfe es jetzt weg. Wie viele Granaten waren das jetzt? Sag nicht eine. Eine! Oh. Für Spaß und Profit am Ring ziehen. Na, wer hätte das gedacht? Na. Dann raus. Dann gehen wir mal die kleine Asiatin besuchen. Kann ja nicht schwer werden noch. Da gibt's bestimmt wieder irgendeine Stelle, wo ich mich hinstellen kann und die abschießen kann, ohne dass die an mich drankommen. Ach. Ich brauche Waffen. Mercurio. Komm, go, go. Where did you turn your back on the Camarilla? I don't understand. I served these people for 30 years. They've always treated me well. I think you're making a big mistake. But I'm not gonna stop you. Ja, sie haben versucht, mich umzubringen. Nichts gegen dich persönlich, jetzt brauche ich Waffen. Wenn du einen Funken Verstand in der Birne hast, wechselst du auch die Seite. Lass mich jetzt ein paar Waffen kaufen. Ich habe immer noch ein paar Fragen. Ja, wenn er einen Funken Verstand hat, wechsel, aber trotzdem Waffen. Ich hätte gerne... So. Ich brauche diesen Kanister. Danke. Hast du noch Granaten? Körperpanzer. Die meisten Schutzvorrichtungen werden unter der Kleidung getragen. Die extra Portion Sicherheit, heute nicht zu sterben. Ihr Rüstungswert ist 4. Geschick erhält minus 2. Ich glaube, Munition habe ich eh noch. Oh, was ist das denn? Schick. Atem des Drachen. Bis nach der Genfer Konvention von 1983 geht, dürfen Phosphorgeschosse in bevölkerten Gebieten nicht verwendet werden. Diese abgeschlägte Schrotflinte feuert sie trotzdem ab. Cool. Ich glaube... Ich würde gern die Kleidung verkaufen. Geht nicht. Ich möchte aber diese Kleidung haben. 4,32 und das Ding 4 passt. Kaufen. Unverkäuflich. Ach, Scheißendreck, Arsch. Egal, dann kaufen wir uns noch den Atem des Drachen. Ach, Inventar ist ja voll. Da war ja was. Müssen wir was anderes verticken. Dann verkaufen wir, denke ich mal, die doofe Schrotflinte. Ja, wir verkaufen die Sache, mit der schieße ich eh so gut wie nie. Können wir uns den Atem des Drachen kaufen. Phosphorgeschosse kosten 5. Zu teuer, gut. Wohin? Zuflucht? Nö. Blut? Kein Geld mehr. Ja, Chinatown dann. Go, go. Mal ganz kurz. Habe ich jetzt das Dingens angezogen auch? Ausrüsten. Ja. Oh.
Bist du denn? Oh, sehe ich schick aus. Ich bin auch noch gar nicht bereit, ihr Affen. Was soll das denn? Möchte jetzt noch einer was? Nee, danke, super. Dann darf ich mich jetzt mal hier in Ruhe ausrüsten. Phosphorgeschosse, das hört sich immer gut an. Ach, den habe ich schon. Gut. Kurz Beruhigungscut, Quicksave. So, und weiter geht der Spaß. Aber mir fällt gerade auf, das war die falsche Taste. Ich wollte mal das Ding kurz nachladen. Sehr schön. Ich glaube, wir nehmen aber trotzdem mal lieber das Ding. Dann gehen wir mal Hallo sagen. Trance oder Selbstmord? Ja, Selbstmord macht, glaube ich, Schaden. Hi. Nicht da? Hm. Also doch Trance. Oh. Lecker. Heute gibt es frischen Asiaten. Ach, da möchte jetzt einer reinkommen. Au. Oh. Und noch ein frischer Asiate. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Oh, ich trinke die jetzt einfach alle der Reihe nach aus. Ich meine, was soll's? Wollte nicht noch einer? Komm. Wie sie hier von allen Seiten angeschissen kommen. Boom, weg damit. Hm. Tja. Es tut mir schrecklich leid, mein kleiner Freund, aber das war's. Oh, da kommt noch einer. Au. Oh. Und den auch noch austrinken. Hey, das ist gerade eine sehr anspruchsvolle Stelle. Da liegt eine Armbrust. Die hätte ich gerne. Inventar ist voll. Inventar ist voll bedeutet, wir werfen irgendwas weg. Nur was? Das behalte ich definitiv. Die zwei Dinger machen einfach bösen Schaden. Ach, das Gewehr da, das braucht keiner. Komm weg damit. Weg! Geht doch. So, Armbrust. Armbrust. Danke. Gucken wir uns das Ding mal kurz an. Da. Oh, ich habe einen ganzen Bolzen. Sehr schön. Hätte mir ruhig ein paar Dinger geben können. Hm, gucken wir uns mal hier um. Vielleicht ist ja hier irgendwas Schickes. Hallo. Da wollen wir, glaube ich, rein. Hm. Gucken wir mal, was hier in dem Haus ist. Lol. Der eine da oben ist, macht einen auf Mr. Schnarchsack und den hier sippeln wir instant mal aus. So läuft das. Jetzt gehen wir uns Mr. Schnarchsack holen. Hm. Netter Versuch, aber wer schnetzelt da rum? Ich höre das. Ach, du schnetzelst. Hi. Ey. Darf ich jetzt? Danke, ey. Ey, wisst ihr was, Leute? Das war doch jetzt schon wieder alles Kacke. Echt mal. Drin ist? Na, mach offen. Bolzen. Mann, das war jetzt gerade eine sehr bescheidene Stelle, möchte ich sagen. So.
gehen wir raus. Sind das alles die gleichen Schwerter? Was stand da? Nix. Gut. Nö, ne? Ja, okay. Wo ist Massenselbstmord? Da. Wer schießt denn jetzt bitte? Hä? Check ich das gerade nicht? Ja, Massenselbstmord, genau, auf diesen einen Vogel. Oh Mann. Cool. Na, da ist die Kiste. Ja, dann gucken wir jetzt erstmal hier und drin um. Dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie an dem Tor was machen kann mit den Kollegen. Mach offen. Bolzen, ja, super. Wen jucken denn diese bescheuerten Bolzen, Mensch? Ich mach mal zur Vorsicht ein Quicksave hier. Weil das schon wieder nicht so gut aussieht. Komme ich hier durch? Theoretisch gesehen. Aber ich wollte daraus. Die müssten doch theoretisch gesehen alle da an der Tür stehen. Und das Spiel ist doch so ein bisschen gedingenst und so. Anscheinend nicht gut. Guck ich lieber nochmal, ob ich da nicht auf der Treppe irgendwen sehe. Nö. Oh. Hä? Von wo schießt denn jetzt hier einer bitte? Hallo? Dann nicht. Wenn ich will, der hat schon. Dann brauchen wir... Nö. Na, eins zu weit, das Ding. Aha. Das ist ja chillig. Ja, irgendwie bin ich gerade ein bisschen ruhig geworden, habe ich gerade festgestellt. Den möchte ich gerne trinken. Na, jetzt sieht es doch gesundheitstechnisch gut aus. Blutpunkte kann ich bestimmt durch den einen Talisman noch auffüllen. Das Ding laden wir erstmal nach. Sicher ist ja sicher. Dann schnappen wir uns jetzt Atem des Drachen. Das Ding finde ich nämlich irgendwie witzig. Wir machen einen kleinen Quick Save.
So, und dann stürzen wir uns mal ins Getümmel.